So langsam wollte man in Wolfsburg mal wieder einen Erfolg von Wolfgang Wolfs Team sehen. Und das gegen Schalker, die mit einem Sieg zumindest kurzzeitig an die Tabellenspitze kommen konnten. Der in Grün spielende VfL zeigte sich allerdings von Beginn an torgefährlicher. Tomislav Maric und die erste ganz große Möglichkeit nach einer Viertelstunde. Die Gäste aus Gelsenkirchen brachten in der ersten Halbzeit wenig ähnlich Zwingendes zustande. Wolfgang Wolfs Team spielte bis dahin einfach zu konzentriert. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild. Wolfsburg tonangebend, aber noch nicht mit dem entsprechenden Erfolg im Abschluss. Wieder Maric, wieder fehlten ein paar Zentimeter. Doch nach 55 Minuten war die Schalker Glückssträhne beendet. Das 1:0 für den VfL durch Klaus Thomsen, eine absolut verdiente Führung. Ein ansonsten nicht immer hochklassiges Spiel bekam eine Minute vor dem Ende dann doch noch diesen spektakulären Abschluss. Charles Akonu erzielt mit Übersicht und Gefühl den 2:0 Endstand. Wolfsburg schafft mit diesem Sieg wieder den Anschluss an die UEFA-Cup-Plätze. Der FC Schalke 04 fährt dagegen etwas ratlos nach Hause.